Wer ist der beste Mario Kart Spieler der Welt? Das entscheidet sich hier und heute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sarah, meine Damen und Herren, die Führende. Esther, die Drittführende. Und Wirt, der Zweitführende. Nee, warte. Ah ja. Und ich, der letzte abgeschlagene Führende. Losermann. Aber heute wird sich alles ändern, denn wir spielen Mario Kart auf der Wii. Und das habe ich noch nie gespielt. Und daher bin ich unbefleckt und habe keine Ängste und stürze mich einfach richtig ins Abenteuer rein. Ein paar Maps gibt's ja auch im aktuellen Mario Kart, die werden ja übernommen. Das heißt, ein paar Maps kenne ich auf jeden Fall. Muss ich mir gleich mal eine raussuchen, wo ich zumindest weiß, in welche Richtung die Kurven abzweigen. Wir machen das wie immer. Als Letztplatzierter habe ich das Privileg, zum einen die Spielregeln einzustellen und zum anderen auch mir die erste Strecke auszusuchen. Dann geht es reihum. Und wer dann nach 4 Rennen letztes ist, darf sich dann die letzte finale Strecke aussuchen. Wir schauen einmal ganz kurz auf die Gesamtwertung. Ich habe ja schon mal angeteased, wer wo steht. Sarah, du hast 7? Ja, genau, 7 Punkte waren es. 5? 4? Ja. 2. So. Und Regeln sind 150 Kubik. Wir haben normale KI-Gegner an. Und Items sind auf normal. Alles ist auf normal. Alles ist stinknormal. Alles und stinknormal. Die Steuerung ist manuell. Viele spielen ja auf der Wii, habe ich gehört, auf Automatik, weil das Driften nicht so leicht ist. Aber wir machen manuell, denn wir wollen ja hier den besten Mario Kart-Spieler der Welt rausfiltern. Und das geht ja nicht, wenn man und mit Stützrädern spielt. Verschiedene Eingabemöglichkeiten. Ja. Ihr beide spielt Lenkrad. Warum macht ihr das? Früher immer so gespielt. Nostalgie, ja. Nostalgie. Und du spielst ich auch aus Nostalgie. Aus Nostalgie. Weil und ich habe keine Nostalgie für die Wii, deswegen spiele ich mit Cute Pet. Gut, wir machen Solo-Rennen, ja? Ja. Und Charaktere haben wir eigentlich eben schon mal gemacht. Sarah, du bist Peach. Nee. Toadette. Toadette. Esther ist Peach. Peach. Ich bin Luigi, du bist Rosalina. Yes. Ich nehme immer Rosalina. Ja, ich auch. Du warst nur schneller eben. Achso, jetzt gibt's auch noch Streit. Ich nehme den Toadette Corsa. Mhm. Ich mache auch alles Standard. Gut, wir okay, erstes das gut, Format. Jetzt. Guck mal, es sind so einige Strecken. Willst du mal ja, selber schauen? Danke. Das ist Teil 8 dabei. Huch, was habe ich getan? So, okay, also was haben wir denn hier? Luigi's Piste. Kumu kenne ich auf ja, jeden die, Fall. Genau, die Kumu kenne ich. Marios Pistis ist die nicht auch? Nee, das ist, die von, das ist eine andere Version. Die Goldmine kennst du von der Switch. Die ist neu dazugekommen jetzt bei Mario Kart 8. Die ist auch neu dazugekommen bei Mario Kart 8. Mit dem neuen DLC. Mhm. Guck mal, Super Nintendo Pisten. Oh, Mario Pist 3 vom Super Nintendo. Oh, das ist natürlich verlockend. Oh, Geistertal vom Super Nintendo. Oh Gott, das war die. Da kann man runterfallen, ne? Und wir haben jetzt manuelles. Aber pass auf, ich will einen nehmen. Ich nehme, glaube ich, Marios Piste 3. Okay. Warte, wo war ich jetzt? Da. Genau. Da, Marios Piste 3. Okay. Okay, dann machen wir mal. Alles klar. Dann, los geht's. So. Good luck, have fun, ne? Good luck, have fun. Wir müssen ja eigentlich, also seien wir ehrlich, ich kann maximal noch Zweitletzter werden. Aber wenn ihr mir Geld Zweiter, gebt oder so, kann ich eventuell auch auf Sarah gehen. Also ihr könntet auch auf Wirt gehen einfach. Warum ich? Nein, 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 nein! Ich hab's verkackt. Jetzt schon. Aua. Das Spiel ist für dich nicht mehr zu gewinnen, oder? Oh, ich hab einfach den falschen Charakter. Ah, fuck. Aber das kann man ja mit Therapie oder so. Weiß ich nicht, ob's dafür nicht zu spät ist. Ja! Alter, Baby Peach, Mann, ey. Oh, fuck, oh, fuck, Bananenmann. Oh, Alter, Banane und. Okay, das ist einfach ein Panzer abbekommen. Also, es ich gibt hätte keine einfach, iframe. Ich hätte Alter, die ich nehmen sollen letzte. Aus der Übung. Ich hätte die Übungsstrecke nehmen sollen, einfach. Diese Strecke ist wirklich. Oh, okay, die Strecke ist Horror, wenn die man driften ist muss. Mit, ja. Oh, Gott im Himmel. Ja, wieso nehme ich eine Strecke, die ich vor 20, 30 Jahren zuletzt gespielt habe? Wieso nehme ich nicht die aus der Übungsrunde gerade? Letztes kann nicht angehen. Aua! Okay, was? Luigi? Letzte. Du hier? Luigi! Körperliche Schmerzen! Ey, wie ich einfach. Ich bin so dumm. Na! Ich nehme jede einzelne Banane mit! Oh. Ich bin der Bananenboy! Was ist los? Was Alter. Passiert hier? Oh, Scheiße! Es lässt sich nicht besser handeln! Es steuert sich echt. Was passiert hier? Ich kann echt nicht driften, Leute. Ich bin so schlecht. Ich hatte wirklich gute Erinnerungen an diesen Teil. Ja, ja aber diese Strecke. Die sind jetzt. Ich bin Letzte. Beerdigt worden. Ich bin halt einfach Letzte. Goat. Ich bin Elfter. Aber eine Runde habe ich noch. Ich kann halt auch echt nicht driften. Ich
bin so schlecht da drin. Ja, eben hat's gut funktioniert beim Driften. Aber ja, da war es wahrscheinlich auch so eine Map, wo man halt. Ey. Ich sehe nichts. Mann, jetzt muss das Blitz jetzt das kommen, in der letzten Runde. Das ist einfach mega frech. Und ge-POV'd worden hier noch. Oh Mann, das ist ja einfach das nur gemein. Halt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hast du echt eine Rakete. Items, die ich habe, bringt mir irgendetwas. Alter. Hier. Oh, und ich sehe auch ehrlich gesagt wenig. Ja, ne? Also die Sichtbarkeit ist ja echt lame. Ja, mein Gott, dann ist es jetzt. Oh, Rakete, oh. FTW. Alter, das war furchtbar. Yeah. Das war furchtbar. Das war echt schlimm. Bitte nie wieder. Jetzt darf ich wählen, ne? Jetzt darfst du wählen. Oh Alter, Gott. Bitte eine Strecke, wo man choose halt nicht so viele Kurven. Ich hab schon eine. Wir können nicht driften. Oh, was kommt jetzt? Jetzt kommt irgendwas richtig. Irgendwas so. Ja, gut die ist vielleicht Drift. Auch Pain beim Driften. Irgendwas halt so. Oh ja. Wir haben eine Warm-Up-Runde gemacht, weil wir wissen wollten, ob wir manuell oder Automatik fahren mit dem Drift. Ich nehme Daisys Piste übrigens. Und da war es halt so, ja, ey, nee, müssen mit Drift fahren, das geht ja gar nicht. Das fühlt sich ja total eklig an, so mit Automatik, geht ja nicht anders. Und jetzt denke ich mir halt einfach, fuck. Ja, wir singen immer Automatik auf der Wii. Die ist nicht im 8., ne? Nee, die ist nicht im 8. Okay, ich hab keine Ahnung. Oh Gott, guckt euch diese Kurve an in der Mitte. Ich hab schon wieder verkackt. Ich hab auch verkackt. Warum? Wir sind die Verkackis. Oh Mann. Aber dafür kriegen wir jetzt richtig geilen Mega-Items. Und dann wird ich alles. Ich sehe den Horizont kaum. Und dann nimmt er wieder mit. Ach, kein Problem. Mann. Nehm ich alles mit. Wo geht's lang? Alter, das ist. Überall. Find, das, kennst du die Strecke? Ich? Nee. Ich sehe das zum ersten Mal in meinem Leben, diese Strecke. Ja, klar, wenn ich da reinbämst. Bin ich super gut in dem Spiel. Das Miese ist, selbst wenn ich jetzt mal kurzzeitig durch meine Rakete auf Platz 2 komme, weiß ich, das ist, hat ja gar keine. Ist ja nicht von Dauer. Lieber in der letzten Runde so einen geilen Scheiß kriegen. Ja. Man sieht auch wirklich überhaupt nicht, wo man lang muss. Das ist, jetzt kriege ich auch noch eine Sichtbehinderung von die Scheibe gekackt von dem Octo Johnny hier. Was ich ist kann das? Nicht näher ran. Ich fahre durch die beiden Items durch. Wie dumm. Die Items, da brauchen ewig zum Spawnen. Das ist so eklig. Jetzt kommt noch ein Pau. Jetzt wird noch nein, gepaut. Nicht der Pau. Nein, nicht der Pau. Oh, das hat mir gerade alles verbraucht. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Was? Oh Gott. Die NPCs lachen sich kaputt. Endlich sind sie mal nicht. Kaputt. Alle lachen jetzt wirklich so. Ja, das ist aber auch jetzt. Na, natürlich fliegen die jetzt. Ja, klar. Na klar! Ach, warum Grüne, denn im natürlich. Tunnel? Hat euch denn keiner beigebracht, dass man im Tunnel keine Gefahren kommt? Oh, das kann nicht wahr sein! Jetzt lasst mich doch bitte in Frieden. Was ist der große. Ach, ich bin Riesenmann. Oh Gott, ich bin ein Riesenmann. Das ist nur bei Dings, ne? Nur ja. Hier, oder? Nee, ich. Ja, ja, stimmt, das ist New Super Mario. Hab ich noch nie irgendwo gesehen. Was? Ich krieg keine Einheit. Nein! Was ist mit der, was ist mit dieser nein. Bananenflut hier? Warum hat man so viele Bananen in diesem Spiel überall auf der Strecke? Ich glaube, weil wir die Items auf Standard furios angestellt haben. Nee, auf Standard. Auf Standard? Standard sind die. Ich krieg hier keine Items. Alter, ich kann das gerade nicht glauben. The Mobbing is real hier. Ja, was will ich denn damit? Ey. Ich komme wieder an den VLC-Player nicht vorbei. Was ist los? Komm, komm. Wo ist die hier, die Ziellinie? Ist die schon in der Nähe? Warum bin ich jetzt einzige Klein? Komm, fahr doch vorbei. Ich bin Erster geworden, oder was? Ja. Alter. Okay. Ich bin Erster, warum? Ich bin Erster Alter. Geworden. Alter, Luigi ist ja der Beste, der geht. Alter Schwede. Das Spiel Alter, wie nah wir beieinander sind. Oh außer Gott. Nils. Nils, du leg vor. Luigi. Oh. Oh mein Gott, das war furchtbar. Ey, das Spiel macht mich alt. Sorry. Ey, ich bin halt manuell gar nicht gewöhnt. Kann ich diesen immer Kaffee noch gegen Kamillentee austauschen? Also ich hab... Ich würde den gegen Schnaps austauschen. Oh, ja. Aber das ist ja wirklich einfach lächerlich, wie wenig man auch sieht. Man erkennt ja die Strecke gar nicht. Ja. Das ist ja so ein Pixelbrei. Ja, das stimmt. Leider. War das immer schon so? Ja. Aber früher war das irgendwie normal. Ich weiß nicht. Vielleicht waren die Augen dran gewesen. Ich glaube, da saßen wir aber auch einfach so vor dem mach Fernsehen. Doch mal Humoweide. Da haben wir doch gute Erinnerungen. Wir haben gute Erinnerungen. Wir haben auch andere Maps, wo wir gute Erinnerungen haben. Nein. Überleg mal. Trau dich. Nein, nee. Also ganz im Ernst, wie wir da durchdriften. Ja. Bei Kumu? Ja. Super zum Driften. Super zum Driften. Ja, ernsthaft, Kumu ist wirklich gut zu driften. Vor allem, da kennen wir die Strecke. Naja, wir haben die auch auf dem N64 gespielt, weißt du noch? War nicht so gut. Kumu? Ja.
Oh. Ja. Hatten wir die auf dem N64? Wir hatten die auch auf dem N64 gespielt. Das war die Hölle. Oh Mann. Kurz vor der Dschungel. Das wäre die Chance, das neu aufzurollen. Die Geschichte neu zu schreiben, stimmt. Ja. Mhm. Die Kumo-Geschichte. Ja. Ich glaube, warte, wo waren hier Peaches Schlossgarten oder so? Wie war das? Ich glaube, da, ja. Peaches, Peaches. Okay, Peaches, Peaches, Peaches. Wirt hat es leider geschafft, seinen Controller so zu disconnecten, dass eine neue Runde gestartet werden musste. Daher fahren die vier jetzt einen 3-Rennen Grand Prix bis zum Schluss. Die Punkte der ersten 2 Rennen bleiben aber bestehen und werden mit den jetzt eingefahrenen verrechnet. Das seht ihr in nach den Rennen eingeblendeten Tabellen. Viel Fun, oh Fun! Jetzt bin ich wieder ganz hinten beim Start. Das hat ja eh nicht lange, also du kriegst ja dann ja gleich irgendwie so ein, irgend so ein geiles Item und dann ist das eh wieder ausgeglichen. Oh Mann, ey. Ich kann ja nur noch eine Kurve im Voraus planen. Jetzt hier nach rechts, ja. Ach du Scheiße, da ist ja so eine Wiese noch, wo man richtig gebremst wird. Oh fuck. Oh shit. Dass hier dieses Spiel auch davon ausgeht, dass man sich irgendwie mit Bewegungssteuerung im Windschatten halten kann. Ja. Das ist komplett. Oh Gott, das war richtig hart. Hilfe. Ja, oh Gott. Wie man auch die Hecke bremst einen auch von 0 auf, von 0 auf 0. Das ist einfach nur fürchterlich. Man kann nur hoffen, man kriegt in der letzten Runde irgendwie geil. Oh, komm! Oh Mann! Auf die Wiese geblitzt. Ich brauche einfach ein Item, das macht das wieder alles wieder glatt. Ey, die Pfeile bringen auch gar nichts, wenn man die kaum sehen kann, ne? Alter! Nee. Nein, kein Item bekommen auf dem letzten Platz. Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Komm, fahr weiter. Geh weiter. Ey, das kann wieder nicht wahr sein. Was? Oh Gott, ich fahr wieder durch. Eben war die. Das blöde Blumenfeld. Dieser scheiße Ball-Idiot. Huiuiui. Nein, warum ist er denn jetzt auf meiner Fährte? Ich will bitte sofort ein Item. Ey, Donkey Kong, Alter. Wenn ich dann einmal Glück fahr. Oh Gott. Sind die mir auch alle die ganze Zeit im Weg? Alter, Yoshi! Yoshi, du mieses Schwein, komm schon, ey! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein. Was will ich denn jetzt mit Schwein? Falsch gedriftet, ich hasse mich. Oh, das ist mir auch schon passiert. Sterne, das bräuchte ich überhaupt nicht jetzt. Alter! Oh, komm, die Blumenwiese. Ja, schön in die Blumenwiese. Komm, wie viele Plätze? Eins, zwei, ja, danke. Freut mich voll. Geh weg. Oh. Ey, wie die einen einfach erbarmungslos ausbremsen. Oh shit. Oh no, ich fahre dem voll in die Fänge rein. Oh Gott, das war richtig knapp. Oh, du bist an den ersten. Oh Mann. Nein, jetzt komm, das ist doch nicht euer freaking Ernst. Oh. Sehr. Ja, keine Items bekommen. Dumm. Nein. Komm, fahr zu Ende. Ich war noch nie so aufgeregt. In deinem ganzen Leben? Ah, so heute. Knapp! Oh, Scheiße. So knapp. Ich bin original allerletzter. Ach komm, eben noch eine Position verloren. Oh Gott, das ist einfach. Nee, ich bin gerade so schlecht. Aber du bist am Elfter. Ich bin Elfter. Damit alles, was ich gerade hatte. Jetzt müssen wir rechnen, ne? Alter, wie viele Punkte gibt's denn als Erstplatzierten? 15. Krass. Ey, dieses Rennen ist einfach so shit. Und das Schlimme daran ist, die Items sind hier recht schwierig zu kriegen. Teilweise man fährt da gerne mal dran vorbei. Und wenn man letzter ist, also das Spiel kann ja einen schon wirklich gerade mit dem Kanonending und so, sehr gut nach vorne spülen noch. Und ich habe halt nur Sterne gekriegt. Ja. Was mir da gar nichts gebracht hat, weil ich fahre alle 2 Meter gegen irgendwas gegen. Komm, wir spielen die Donkey Kong. Oh ja, die mag ich. Oh Gott, was ist das denn jetzt für ein... Schnee. Die müsst ihr aber kennen. Das ist die ist auch in 8, die ist jetzt neu dazugekommen. Ja gut, ich bin jetzt ja schon seit einer Weile nicht mehr dabei. Vielleicht war es eine dumme Entscheidung. Naja. Ich
Ich glaube, es war eine dumme Entscheidung. So be it. Alle aus dem Weg, hier komme ich. Okay. Boah, ist schon wieder das Item weggeschnappt. Sarah. Ich? Ja. Ach so. Lass das. Entschuldigung. Nein, ja, auch und noch in meiner Banane. Gib mir alles direkt am Anfang. Mhm. Wir sind nicht mehr in der letzten Runde dann. Oh Gott. Oh Gott. Ihr kennt den Unterschied zwischen Schnee und Schnee nicht. Ja. Nee, das ist auch schwierig. Okay. Ich bin gleich letzte. Ich bin vorletzte. Ich sehe. Kann man mir bitte die Tinte vom Gesicht nehmen? Das ist ja so gemein, wenn man eh nicht weiß, wo man langfahren muss. Oh Gott, ich falle natürlich noch runter. Verdammt. Du auch? Ja, zeitgleich. Oh, Nils, ein junger Gott hier. Okay, komm. Und jetzt kommt Blaui McBlauenstein an, ey. Bitte nicht. Ja, das ist doch nicht wahr. Okay, Leute, spielt ihr einfach ohne mich. Nee, okay. Was für ein Pech. Hier ist jetzt auch noch Tiefschnee, oder was? Ich kann hier nicht geradeaus fahren. Oh, das ist ein Gerumgedisse von sagenumwobenen genau Platz 1 auf dem letzten. Okay, darf ich jetzt bitte ein Item haben? Danke. Ich hab nur den Schnee halt nicht gesehen. Gott, und der Blitz, das ist ein Diss-Festival. Warum schmeiße ich eigentlich den roten nach hinten? Das ist doch auch völliger. Kann ich bitte einmal in meinem Leben eine Rakete haben? Rakete! Ja, natürlich krieg ich eine Rakete! Rocketman! Und ich krieg einen. Was bin ich denn damit? Keine Items zu kriegen, ist ja das Lameste überhaupt. Tiefschnee. Jetzt krieg doch mal ein Item, ich kann nicht mal mehr lenken hier, weil man nur so rumgeht. Jetzt ist der Stern vorbei. Ja klar, ey, komm. Oh, Leute, das bitte. War krass. Darf ich mal einmal in meinem Leben eine scheiß Rakete haben? Nein, please. Nein, 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 so kurz vor. Ich war so lang. Oh nein, ich fahr auch ja, wirklich original. Ja, okay, vergiss es. Hab ich da Dinger ja. Ach komm, natürlich ein Scheiger erwischt mich, ne? Ey, ich hab kein mehr für diese Scheiße, das ist ja einfach lächerlich. Man sieht, man kann den Tiefschnee ja nicht mal richtig sehen. Ja, das ist es. Man sieht es halt aber nicht. Darf ich jetzt für so... Mann, ich habe schon wieder kein Item. Wie dumm bin ich denn? Ich fahre allen Items Stern. Vorbei. Ja, dann gib ihn mir. Ja, gerne. Oh, die Bombe. Rein. Oh, what the fuck, ey. Alter, die sind... So, jetzt, wenn ich jetzt kein Item kriege... Was will mein erstes ich Item. Sehe nichts. Gib mir so einen Raketen, Johnny, ich bitte. Ich raste gleich aus. Ja, natürlich. Und natürlich krieg ich keine Items. Ich das ist die Hölle. Das hin? Ist die Hölle. Nein, ich wollte da nicht runterfallen, weil ich das Licht war. Ich wollte echt gerne weiter vorne sein. Ich falle original. Ich bin original einfach runter. Überhaupt mal. Ich bin einfach ganz hinten gerade, ne? Oh ja, komm. Überall auch Bananen, seid ihr eigentlich. Guck mal, wo ich. Da komm. Ich bin hier alleine hier mit einem Pinguin. Ist ja auch Tiefschnee. Naja, gut, das Zweite. Oh Gott, ja, das ist ja einfach fürchterlich. Ich bin ein bisschen Liebe in diesem Spiel. Oh, meine Güte, ey. Oh, wie? Cool. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Wieso bin ich denn noch Zehnter geworden? Ich durfte nicht mal zu Ende fahren. Oh, mein fucking Gott. Ja. Okay. Mann. Null Punkte, geil. Ich bin nicht Fan davon. Oh. Richtig Spaß gemacht. Okay. Ja, so. Das letzte Rennen, Leute. Letzte Rennen, wer ist auf dem letzten Platz gewesen von uns? Ich glaube ich, ne? Was war ja auswählen? Los, komm! Uwu Weide, komm! Oder, warte mal, ich hatte jetzt, achso. Ich glaube, du dürftest sowieso auswählen, ne? Oder nee, der letzte. Der letzte. Aber ich habe jetzt durch zwei katastrophal schlechte Rennen, aber du, glaube ich, wieder auf dem letzten. Ich hatte. Ja, deswegen darfst du ja. So, da versuche ich mir jetzt ein geiles Rennen aus. Ja, ein Rennen kann alles entscheiden, ne? Weil. Es gibt 15 Punkte insgesamt. Das ist einfach. Ja, oder das ist richtig heftig. Absurd. Mondbasis Festung. Warte mal, wo war ich denn jetzt gerade? Blätterwald ist auch nicht so schlecht. Das mit den Riesenwigglern. Ja. Ich hasse die Blätterwald. Mit den Riesenwigglern. Ich lass mich mal kurz überlegen. Die ist eigentlich nicht so schlecht, ne? Ich hasse. Hast du die auch mit uns schon gefahren? In Teil 8 jetzt? Ja, Blätterwald habe ich schon mal Maps. Gefahren. Wie ist die genauso wie man sie kennt? Weiß ich glaub, nicht. Ist schwierig, ne? Ich glaube, es größtenteils so, weil ich glaube, die Maps von der Weasen. Wir fahren einfach Blätterwald. Okay. Weil natürlich. Ich werde wahrscheinlich verkacken, aber ich weiß, ihr verkackt dann auch. die Alternative wäre gewesen, so eine billige Mario-Piste zu machen. Weil da. Rainbow Road wäre auch gut gewesen. Nee, oh Gott. Nee. Die hätte einfach 3 Stunden gedauert, weil ich so oft runtergefallen wäre. Weil hier ist die Chance, dass vielleicht einer von euch richtig verkackt und mit ein bisschen Glück man irgendwie nach vorne kommt. Die ist richtig schwer mit Driften. Bei Mario werdet ihr alle wahrscheinlich. Ach ja, natürlich. Links oder rechts? Alter, schon wieder das Item weggeschnappt. Das ist so
richtig schön gerade. So viel Spaß. Das habe ich früher gespielt? Alter, die ganzen Bananen. Oh, was ich sag mal ganz ehrlich, die Bananen, das ist doch Quatsch mit Soße. Die... Oder? Alter. Der Wiggler, der bleibt stehen! Der Wiggler bleibt da stehen! Der scheiß Wiggler bleibt einfach stehen! Okay. Bist du ein Rädern-Wiggler? Wie geht jetzt weiter? Was macht dieser POV da? Ja, der haut dich einmal hoch. Das ist... Wie, der haut dich hoch? Au. Oh. Hä? Alter, das, okay, ich hab keine Ahnung, was hier passiert ist. Also, Leute, die neben Alter. Mir sind, Alter, oder wie viele Bananen. Und es gibt keine Iframes. Das ist die Hölle. Alter, das Spiel... Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Nein! Dieses, nein! Dieses, wie kann das? Nein! Ich weiß nicht, was der Teufel an sich. Okay, vergiss es. Oh mein fucking Gott. Ich hatte mich auf den Teil halt echt gefreut, ne? Ja, wirklich? Ich mich auch. Ich nicht. Ich wusste, was auf mich kommen wird. Ja, ich wusste nicht, dass wir manuell fahren. Was eigentlich logisch gewesen wäre, klar. Nein, 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 es ist einfach so dumm. Danke. Fahr jetzt doch da jetzt rein, verdammte Sch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich bitte einmal in meinem Scheißleben eine Rakete haben? Warum kriegen wir immer eine Rakete? Ich fahre Weg, rennen Wiggler, lang ganz hinten rum und ich krieg nicht ein... Ey, du scheiß Wiggler! Fuck you! Oh Gott, au, oh, das funktioniert au, sogar. Okay. Scheiß. Dass der Wiggler einfach stehen bleibt, jedes Mal, wenn ich da bin. Er liebt dich. Das ist Liebe. Ich möchte beide sein. Alter, wie ich schon wieder so einen roten Panzer vergeudet. Oh, what is happening? Jetzt wird mir auch noch wieder die Sicht genommen, natürlich. Oh, das war wieder sehr knapp. Das ist einfach, das ist eine größtmögliche Frechheit. Komm schon. Es ist ein Stück weit auch Glück, weil man ist ja ab und zu mal vorne, dann geht man sofort wieder hinten. Ja. Und man muss am Ende des Rennens den Zeitpunkt erwischen, vorne zu sein. Ja. Diese Pilze bringen mir nichts, weil ich sofort gegen was gegenfahre. Bin auf den 12. gestartet und hab dann noch den Start verkackt. Ach komm, jetzt noch ein... Hab überhitzt und seitdem gurke ich hier irgendwie rum. Du hast überhitzt? Naja, wenn du zu lange, also zu früh quasi auf diesen Gasknopf drückst, dann kriegst du ja... Späten Start, weil du überhitzt und dann erstmal nur stehst. Oh nein, es gibt hier einen Doppelwiggler jetzt! Okay, ich habe keine Chance mehr, ich bin gedoppelwiggelt worden. Wiggle-wiggelt. Wiggle-wiggelt. Seid ihr schon mal gedoppelwiggelt? Ah, ich war ganz kurz mal die 1 da. Ganz kurz! Und jetzt ist da eine 9 und eine 10 und 2 Einsen. Verrückt. Nein, ich... Alter Hasel! Ich hasse alles so doll gerade. Oh, ich hab kein Item bekommen. Noch nie so doll. Ja, na natürlich. 12. Nein, nicht, ich will nicht runterfallen. Warum falle ich runter? Komm. Die Pilze sind weg. Ach, ich hasse alles so sehr. Oh, ins Ziel geflogen. Das war wirklich gar kein Spaß. Nee. Oh, ich bin 11. Ja, cool. Okay, das ist einfach nur erschreckend. Oh Gott, bin ich fertig. Alter, ich bin ein Punkt vor dir. Geh schon, Rosalina. Ich bin ein Punkt vor dir. Du bist einen Punkt vor mir. Ja, ich hatte eben 14 und du hattest 13. Das ist unspielbar. Krass. Oh! Das war ein Punkt auseinander. Verwirrung. Oh, gut. Also, letzter Platz bin ich, 28 Punkte, dann kommt Sarah mit 30 Punkten. Ja. Und jetzt müssen wir nochmal Platz 1 und 2 zwischen euch beiden aufdröseln. Wie viel hast du? 34. 44. 44, Esther? 45. Okay, das heißt, Esther gewinnt mit einem Punkt. Glückwunsch. Sehr gut. Wir Zweiter, dann Sarah, dann ich. Jetzt müssen wir uns natürlich einmal Gedanken machen, was das für die Gesamtbewertung angeht. Denn vor dieser Runde hatte... Sarah 7 Punkte. Genau, Sarah hatte 7, ich hatte 5. Ja. Da. Ja. Genau. Ist da 4 und du hattest. Also, Sarah. Ja. Fangen wir mal unten an, um spannend zu bleiben. Ich hatte 2, ich bekomme. 3-2-1-0. 3-2-1-0 muss es sein, weil sonst hätte ich ja nicht 2 Punkte nach 3 Runden haben können. Das heißt, ich bleibe bei 2 Punkten. Mhm. So, Esther, du warst Dritte mit 4 Punkten. Du hast jetzt gerade gewonnen. Das heißt, du bekommst 3 Punkte, also du bist bei 7 Punkten. Ja. Gehst damit punktgleich mit Sarah in Führung für den Moment. Mhm. Du hattest 5 Punkte. Du bist jetzt
Zweiter geworden, bekommst zwei Punkte dazu, bist auch bei 7 Punkten. Das heißt, gerade jetzt haben wir Sarah Wirth und Esther mit 7 Punkten auf Platz 1. Aber wir haben ja natürlich die letzte Runde bei dir noch nicht dazu gerechnet. Das heißt, bei dir kommt jetzt nochmal, kommt ein Punkt nochmal dazu. Das heißt, du hast 8 Punkte und damit haben wir ein Endergebnis. Sarah gewinnt mit 8 Punkten vor Esther und Wirth mit 7 Punkten und ich habe auch 7 Punkte. Damit ist es entschieden. Sarah ist die Mario Kart Königin, nicht nur von Rocket Beans, sondern weil wir ja auch skilltechnisch das Nummer 1 Medium in der digitalen Welt sind, auch weltweit Mario Kart Championess. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es gibt doch noch das große, große, große Finale. Pass auf. Aber alle bisher erzielten Punkte. Ich nehme all diese Titel, möchtest du nochmal? Alle bisher erzielten Punkte können im großen Finale geklaut werden, denn da spielt die bisherige Platzierung überhaupt gar keine Rolle mehr. Wir fangen bei 0 an. Der letzte. Was? Nein, der eine Punkt. Der Letztplatzierte darf die Regeln sich überlegen. Ja. List, das ist von, und wir spielen übrigens. Das klingt verrückt, aber er hat recht. Gut, also wir machen noch eine Runde. Was passiert in dieser letzten Runde? Super Nintendo. Das ist dein Ding, oder? Nee, das ist einfach. Nein, das Problem ist, es ist einfach 30 Jahre her und die Steuerung ist sowas von schlecht gealtert. Das hat man einfach nicht mehr in Erinnerung und ich glaube nicht, dass irgendwer da groß Vorteile hat, weil das ist furchtbar. Es ist unfassbar, wie schlecht das war. Aber freut euch drauf. Ja. Es wird eine fantastische Finalfolge. Absolut. Wir freuen uns alle drauf und bis dahin müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Sarah, du kannst dich so lange im Glanz des ersten Platzes sonnen und wir nicht nach dem, werden was uns heute passiert, zusammenfinden und eine Taktik überlegen, wie wir dich da nochmal runterkriegen. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zusehen und seid gnädig in den Kommentaren. Das ist schwieriger, als es aussieht. Es war schrecklich. Tschüss. Tschüss.